Herzlichen Glückwunsch. Es gibt Bronze für das Schweizer Damenteam. Wie groß war die Freude? Riesig, wir haben uns mega gefreut. Das letzte Mal vor 8 Jahren Bronzemedaille gewonnen. Also ein riesiger Erfolg für unser Schweizer Team. Jetzt gerade das Spiel, es lässt das Wetter hier gar nicht vermuten, aber es waren wirklich schwierige Bedingungen. Erzähl uns kurz, wie war das Spiel aus eurer Sicht? Es war eine rechte Regenschlacht. Unsere Angreiferin Kim hat jeden Service reingetan. Ich habe wirklich zu ihr gesagt, du kannst machen, was du willst, du haust jeden rein. Und dann natürlich unsere Defense riesig. Nehmen die 2-3 Bälle raus, die es braucht, dass man dann gleich den Satz gewinnen in dem Wetter. Mega gewesen von allen. Habt ihr gedacht, dass es dann am Ende so schnell geht mit einem 3-0? Ja, wir haben das so mit ihnen besprochen. Das Ziel ist rausholen, einen Ball musst du holen oder zwei und dann bist du dabei. Im Service haben wir gewusst, sind wir stark. Kim hat gute Partie, zeigt schon die ganz WM jetzt. Ihr fahrt jetzt mit Edelmetall nach Hause zurück in die Schweiz. Da könnt ihr euch feiern lassen. Aber jetzt möchte ich gerne noch von euch wissen, wie ist denn euer Fazit jetzt nach 4 Tagen hier in Chile? Ziel erreicht. Wir wollen mit einem Plempel heim. Es war das Ziel, dass wir mit einer Medaille heimgehen. Das haben wir uns gewünscht und ganz fest gearbeitet auf da. Und da ist das Ziel erreicht. Genial natürlich. Der Start ins WM-Turnier war sehr gut gewesen mit einem Sieg, wo wir gegen Österreich einen Satz gewonnen haben. Und nachher jetzt haben wir einen Einbruch gehabt, vor allem Zuspielschwierigkeiten gehabt. Auch Bedingungen mit dem Wind. Es war ganz schwierig, aber am Schluss musst du gewinnen und das haben wir gemacht. Eure Mannschaft hat sich vor allen Dingen sehr lautstark immer bemerkbar gemacht. Ihr hattet Support von den Fans, aber auch wirklich, wie hat diese Mannschaft auf euch gewirkt? Wie waren diese 4 Tage? Sie sind sehr ehrgeizig. Also die Mannschaft ist wirklich ehrgeizig und ein Großteil von ihnen hat das letzte Mal, wo sie die WM spielen durften. Und darum freut es uns, umso mehr haben sie jetzt noch eine Medaille gewonnen und die mit heimnehmen. Genau, und natürlich auch ein grosses Dankeschön an die vielen Fans, die hier von der Schweiz mitgekommen sind. Das hat uns sehr, sehr geholfen, dass wir so eine coole Stimmung auf dem Platz hatten. Es ist ganz wichtig, wir haben gewusst, wir müssen über die Stimmung gehen. Und das haben wir mit ihnen geschafft. Und haben auch ein paar Gespräche führen mit diesen Mädels. Und das ist super, natürlich jetzt aufgegangen. Und ein grosses Dankeschön auch die hier, die geschaut haben im Livestream. Merci vielmals euch. Danke. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch, feiert heute Abend schön und dann kommt gut wieder zurück in die Schweiz. Danke vielmals.